Und gleichzeitig hat sie das aber ganz toll gemacht, weil sie auch jedem Sex eine Bedeutung gegeben hat. Das war nicht einfach nur irgendeine Sexszene, sondern es ging dann plötzlich, wie schnell soll Sex eigentlich sein? Und was wollen wir erzählen? Was erzählt man mit der und der Position? Machst. Warum hast du dann Luden? Ohne Beschützer geht's nicht. Wir gründen unser eigenes Kartell. Ich will den geilsten Puff der Welt. Wenn du mein Macker sein willst, brauchst du anständige Klamotten. Wir machen jetzt unsere eigenen Regeln. Auf St. Pauli ist kein Platz für ein neues Kartell. Deine Zeit ist um. Willst du mir zuallererst erzählen, was die Zuschauenden denn von der Serie erwarten können? Bei der Serie Luden kann man auf jeden Fall eine sehr, sehr dreckige Serie, die super wahnsinnig toll gefilmt ist, erwarten. Es wird nichts beschönigt, es wird total in diese Zeit reingegangen. Es ist eine wahnsinnig schnelle Serie. Es passieren wahnsinnig krasse Sachen, es ist was sehr Ungesehenes. Und es ist sehr hart, es ist sehr brutal, aber gleichzeitig auch unterhaltsam und mitreißend. Könntest du noch mal erzählen, welche Rolle du einnimmst und was dich persönlich so an deiner Rolle gereizt hat? Also, was war so der Punkt, dass du gesagt hast, ich will diese Rolle spielen? Also ich spiele die Figur Klaus Barkowski, die aber fiktiv ist, die jetzt, also abgesehen von dem Äußerlichen, erstmal jetzt nichts mit dem echten Klaus Barkowski zu tun hat. Und von den Dingen, die sie gemacht haben. Und was war die zweite Frage nochmal? Was dich so an der Rolle gereizt hat. Ja. Also ich habe im ersten Moment, als ich dann da zum Casting gegangen bin und das zum ersten Mal angespielt habe, war für mich klar, und das liegt auch daran, dass ich Hamburger bin, dass ich den extrem spielen muss. Dass ich da voll reingehen muss, dass ich mich richtig was trauen darf. Und das habe ich dann über die Sprache gemacht, das habe ich auch über die Körperlichkeit gemacht. Und gleichzeitig war es natürlich auch eine große Verantwortung, so einen miesen Zuhälter zu verkörpern, weil man den glaubwürdig darstellen muss, weil in dem Moment, wo man ihm nicht glaubt, dann denkt man sich auch, warum sind denn die Frauen bloß zu dem gegangen? Und das war natürlich eine riesengroße Aufgabe, die es für mich aber total spannend gemacht hat. Und es ist eine komplexe Figur gewesen, die irgendwie, der glaubt seinen eigenen Lügen. Gleichzeitig ist er aber trotzdem irgendwie auch ein Typ, der einen irgendwie auch fasziniert auf eine Art und Weise, der irgendwie so ein Feuer hinter sich hat und in sich trägt, meine ich. Und ja, es hat aus schauspielerischer Sicht natürlich irgendwie war es ein großes Geschenk, da so reingehen zu können. Ja, du hast ja gerade gesagt, das war schon eine große Herausforderung, diese Figur zu spielen. Gab es denn für dich während des Drehs auch einen Moment, wo du dir so dachtest, oh, hier muss ich wirklich über meinen eigenen Schatten springen, das ist eine krasse Herausforderung, so eine Szene, so ein Moment? Es gibt einen Moment, wo Klaus relativ am Anfang der Szene ins Top Ten geht. Das war ein Club. Und im Drehbuch stand, Klaus Barkowski spricht die Frauen an, so wie eine Fliege das Licht sucht. So, und dann war ich erstmal so, eieieiei, wie soll ich denn das bloß machen, ne? Weil das kann ich nicht. Und ich hatte dann darum gebeten, ob man mir nicht so ein paar Sprüche noch irgendwie an die Hand geben kann. Und das hat dann aber irgendwie, das war eine Kommunikation, die hat nicht ganz funktioniert. Und da bin ich tatsächlich, hatte ich so einen Moment, wo ich dann vor den Frauen da stand, denen ich irgendwas erzählen musste, so impromäßig. Und halt gemerkt, in dem Moment gemerkt habe, dass ich da gar nichts mit zu tun habe. Und es war total hart für mich, da irgendwie das durchzuziehen. Dann haben wir es irgendwie hinbekommen, aber ich brauchte dann auch mal einen kleinen Moment, so musste da irgendwie einmal mit zurechtkommen. Ja, das war hart. Klingt auf alle Fälle sehr herausfordernd. Ja. Wie war denn allgemein so die Arbeit mit den RegisseurInnen? Sind ja zwei, richtig? Wie war denn da die Zusammenarbeit? Das war eine super tolle, spannende Zusammenarbeit, weil man irgendwie auch während der Dreharbeiten immer noch was entdeckt hat. Und gleichzeitig ist es natürlich herausfordernd, wenn man an einem Tag irgendwie einen Regiewechsel hat und durch verschiedenste Folgen springt und
Und es war aber trotzdem ein wahnsinnig liebevoller Umgang und ich habe den total vertraut. Und es war auch gut, dass Laura Lackmann das als Frau quasi gemacht hat, weil es ist einfach ein wahnsinnig ein Thema, wo man wahnsinnig viel auch falsch machen kann. Und es war total gut für uns alle, glaube ich, dass man sich ihr so, dass man ihr so vertrauen konnte. Hattet ihr denn vorher auch so ein Intimacy-Training, wie auch immer man das nennt? Ja, Also also jede Szene, die irgendwie was mit Sex zu tun hat, haben wir im Vorhinein alle gemeinsam durchgesprochen, also durchgestellt, dass man irgendwie auch bespricht, okay, was wollen wir eigentlich erzählen in dieser Szene? Und das finde ich auch das Tolle. Einerseits geht es natürlich beim Intimacy-Coaching darum, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat, dass die Grenzen eingehalten werden. Und gleichzeitig hat sie das aber ganz toll gemacht, weil sie auch jedem Sex eine Bedeutung gegeben hat. Das war nicht einfach nur irgendeine Sexszene, sondern es ging dann plötzlich, wie schnell soll Sex eigentlich sein? Und was wollen wir erzählen? Was erzählt man mit der und der Position? Und all das zu verstehen, war natürlich total, total toll und irgendwie auch für weitere Projekte total spannend. Ja, also ich glaube, sowas kann man auch immer für neue Projekte Na als klar. Schauspieler oder Schauspielerin auch weiter verwenden, weil das wird Ja, wahrscheinlich auch nicht das ja. letzte Projekt gewesen sein. Wie war denn allgemein so, also ihr habt ja wahrscheinlich hauptsächlich in Hamburg gedreht, richtig? Wie versetzt man sich oder eher nicht? Nee. Nee? Wir haben auch in Hamburg gedreht, aber wir haben auch woanders gedreht. Wir haben auch im Studio gedreht, weil es ist natürlich schwer, auf der Reeperbahn zu drehen. Ja. Da ist einfach wahnsinnig viel los. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Pachter. Da brodelt das Leben ja noch immer. Gerade auch zu der Zeit ging das alles wieder so ein bisschen los. Da war Corona, gab es zwar noch, aber die Läden waren wieder geöffnet. Ja, aber es war auch herausfordernd, in Hamburg zu drehen, weil dann natürlich 50 Hamburger um einen rumsitzen, die Ja. alle irgendwie auch ihre Meinung haben über die Zeit und jeder meint halt immer zu wissen, wie es war. Und ja, das war eigentlich ganz gut, dass wir auch teilweise woanders gedreht haben, dass ich mich persönlich so ein bisschen davon lösen konnte, um da irgendwie voll drin aufzugehen. Ja. Ich sehe gerade, ich soll die letzte Frage stellen. Naja, dann hauen wir nochmal einen raus. Was war denn für dich der beste oder lustigste Moment am Set, der dir bis jetzt noch im Kopf geblieben ist und wo du sagst, okay, das wird mir von Duden auf alle Fälle im Gedächtnis bleiben? Jetzt hau einen richtigen Knaller raus. Boah, es gab tatsächlich, man mag es kaum glauben, sehr viele lustige Momente und ich war voll auf Henning Füßlow ab, wie er den Andi macht. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo wir alle da, der ist gar nicht in der Serie drin am Ende, das wurde rausgeschnitten. Wir sitzen alle da im Eros Center auf der Etage und dann kommt er halt reingestratzt, ne? Weiß überhaupt nicht, wo er ist und guckt einmal und brüllt dann plötzlich irgendwie: Der Benz brennt, der Benz brennt! Und dann stratzen alle raus und der Benz brennt. Und das sind halt oft so wahnsinnig lustige Worte gewesen, die man halt gar nicht kannte. Und Ja. so Formulierungen, die einen einfach ja, amüsiert haben. Und davon hat irgendwie der Dreh auch gelebt, Ja. dass man halt so Worte erfinden konnte die ganze Zeit und so Sätze, wo man sich so dachte, what the fuck? Also hast du dir eigentlich so deine eigene Sprache zurechtgelegt für die Ja, Szene? voll, man konnte alles machen. Also was die Sprache anging, das war tatsächlich ein großer Spielplatz. Du liebst nur eine einzige Frau. Ein Lode wird nicht geboren. Er wird gemacht.